So, die beiden Teams. Wenn Sie noch nichts an den Ohren haben, dann ist es jetzt soweit. Bisschen laut, aber prägnant. Das ist von Riller und Schnauk, von Rolls-Royce Motors hier. Das ist von Riller und Schnauk der Dawn. Natürlich geöffnet für die ganze Familie in Perfektion gleiten. Da gibt es nur einen Namen, Dawn von Rolls-Royce. Und wenn es noch ein bisschen flotter sein darf, ein bisschen sportlicher, dann wäre das meine Empfehlung. Und das ist der California T. Funkelniegel, Nagel, brandneu, das neueste Ferrari-Modell, hier natürlich auch geöffnet mit einer Top-Technik, viel aus der Formel 1 abgeleitet und natürlich auch mit einem gehörigen Spaßfaktor. Das ist Gott sei Dank auch noch nicht verboten. Perfektion pur, diese beiden Fahrzeuge. Kommen wir zu den Teams auf einem PS und beginnen wir mit der Kombination mit Sicherheit, ein guter Partner. Sicherheit und Finanzierung hat in Berlin einen Namen und das hat, wie gesagt, auch durch Empfehlung und natürlich auch im Sport vertreten. Das ist Allianz Kundler. Das ist die Vertretung von David Patrick Kundler, Allianz Generalvertretung Berlin. Und die Kombination, die hier antritt, das ist eine Kombination aus der Schweiz, aus Argentinien und aus Deutschland. Auf der 1, das ist Paul Netsch im Angriff mit Handicap 0. Spielt ein hervorragendes Turnier, wirklich schnell unterwegs und ganz ruhig und gelassen seine Aktion, aber unglaublich gut. Auf der Position 2, der setzt sich immer wieder durch, Druck vor. Das ist Juan José Tetestoni aus Argentinien, der ist Handicap plus 5. Fantastischer Spieler. Auf der 3, Lukas Labat. Bekannt, berühmt, berüchtigt mit Handicap plus 6, einer der Weltklasse-Spieler hier in diesem Turnier. Sage und schreibe plus 6, unglaubliche Pferde. Und der Team-Captain Andy Bierer, unglaublich sympathischer Bursche, mittlerweile auch sehr gesteigert, einer der Top-Schweizer überhaupt. Und er spielt hier mit in diesem Heigl-Turnier, in diesem Finale. Auf der rechten Seite, das ist die Kombination von dem bestgekleidetsten Team in dem Turnier, ist natürlich Tom Taylor Polo-Team. Und das ist, ja, der Mann, Mr. Tom Taylor, das ist Uwe Schröder. Er spielt im Angriff auf der 1 mit Handicap 0. Uwe, eine Runde vor den Zuschauern, nicht so scheu, trau dich. Kriegst Anforderungen, hast viele Fans hier und sein Modelabel setzt Maßstäbe. Heute spielt er mit der Rückennummer 3. Dann Daniel Krasemann, seine beiden Söhne haben für die deutsche Polo-Nationalmannschaft gespielt. Den Söhnen hat er es beigebracht. Mittlerweile spielen sie einen Zacken besser, aber Daniel ist auch noch eine feste Größe im deutschen Sport. Und er spielt mit der 4 mit Handicap 0. Dann, meine Damen und Herren, das ist Cristobal José Dorieu, einer der elegantesten, besten Reiter. Er holt sich Pferde teilweise von der Rennbahn und trainiert sie. Ein Berserker im Sachen Training, jeden Tag 6-7 Stunden auf dem Pferd. Und meine Damen und Herren, der Express aus Buenos Aires, Gaston Maikes, Weltklasse, plus 7, setzt Maßstäbe. Einer der 30, 35 Spieler auf diesem Planeten, er ist hier, live und in Farbe. Das ist Gaston Maikes. Er spielt mit der Rückennummer 1, unorthodox für einen Weltklasse-Spieler. Aber er macht sich ein bisschen Spaß daraus. Ein unglaublicher Spieler, hat Wahnsinnspferde, schnell unterwegs, spektakulär, zieht aus allen Richtungen ab in Richtung gegnerisches Tor. Das ist Gaston Maikes. So, die beiden Fahrzeuge von Riller und Schnauk, der Rolls-Royce Dawn gleitet an ihnen vorbei. Und der California T. Ja, der Fahrer hat das V im Gesicht, dieses Lächeln vom Ferrari. Hat einen unglaublichen Spaß hier. Probieren Sie es mal bei einer Testfahrt. Schauen Sie sich dieses Fahrzeug an, völlig neu entwickelt. Der California T von Riller und Schnauk. Und der Rolls-Royce ist auch gleich wieder zurück und der Badge hier in der Ausstellung, das Coupé, ebenso ein absolut perfektes Fahrzeug, völlig neu, grundneu aufgebaut und hier präsentiert von Riller und Schnauk, der Rolls-Royce Badge. So, wir sind soweit, die Teams hier, das ist die Kombination von Allianz Kundler auf der linken Seite. Tom Taylor auf der rechten Seite, beide Teams starten mit 0:0, gleiches Team-Handicap. Und jetzt kann es losgehen. Schiedsrichter Micky Kuiper, der deutsche Top-Schiedsrichter auf Kontinentaleuropa, unbestritten die Nummer 1, hat den Ball bereits eingeworfen. Und das ist Lukas Labat. Lukas sichert sich erstmal den Ball. Ganz locker sieht das bei ihm immer aus, aber glauben Sie mir, so viel Präzision und auch Kraft immer auf dem Ball. Ganz enge Ballführung hier von Lukas Labat. Und er schießt den Ball nach vorne. Abgefälscht. Nochmal. Erneuter zweiter Aufbau. Macht einen Rückanschlag, aber der wartet schon ganz weit vorne. Das ist Gaston Maikes. Gaston, wenn er am Ball ist, wird es gefährlich. Leider sind sie so weit weg auf der gegenüberliegenden Seite, aber warten Sie ein bisschen, die sind schneller da, wie sie Polo sagen können. Gaston Maikes legt den Ball kurz vor, stark auf Dorieu. Gaston Maikes dahinter und er schlägt den Ball. Schauen Sie sich das an, der Weltklasse-Mann Gaston Maikes. Der Ball tippt auf und geht knapp am Tor vorbei. Aus jeder Lage ist Gaston Maikes in der Lage, auf dem Platz Tore zu schießen. Er hat ein unglaubliches Schlagpotenzial.
Das ist was für das Guinness Buch der Rekorde, dieser Mann, Gaston Maikes. Argentinier, dürfte deswegen nicht in der Europameisterschaft antreten, ganz klar. Und das ist ebenso ein Argentinier, ein Topspieler, ein Weltklassespieler, das ist Lucas Labat. Lucas, enge Ballführung, geht mit dem kleinen Ball Gassi wie mit dem kleinen Hündchen, überlässt hier Tete Storni und der legt hier mächtig los. Schauen Sie sich das Tempo an, Tete Storni, und das ist Krasemann, der stören kann. Gut gemacht hier von Daniel Krasemann gegen Tete Storni, aufgenommen. Das war, haben Sie es gesehen, wie Doriot, einer der besten Reiter, die ich überhaupt kenne, sein Pferd dort untergesetzt hat. Kann jetzt hier starten, aber das ist die Möglichkeit. Gaston Maikes hier, Gaston, nochmal. Nochmal kann den Ball mitnehmen in Richtung linken Torpfosten. Er verpasst ganz knapp einen Hauch am Tor vorbei. Die Schiedsrichter kaum mit, versuchen noch Ballhöhe zu sein, aber bei diesem Tempo ganz schwierig. Lucas Labat mit dem Einschlag für Kundler Allianz Polo Team. Er nimmt den Ball auf die linke Seite, lockt alle nach links, hält den Ball dann in der Mitte. Wartet jetzt und schaut, wer jetzt startet, wen er anspielen kann. Das ist Lucas Labat. Lucas, immer wieder ganz enge Ballführung, nicht vom Ball zu trennen, variiert das Tempo jetzt. Dahinter zur Absicherung, das ist Storni, aber der muss nicht eingreifen. Lucas Labat, der Ball bleibt liegen für Storni, aber da war kein Vorteil, der Vorteil war vorbei. Und es wird höchstwahrscheinlich einen 60-Yards-Freischlag geben für das Team von Allianz Kundler, die nicht nur in Versicherungsfragen immer für sie da sind, auch wenn es mal wirklich brennt, oder im wahrsten Sinne des Wortes, die sie brauchen, dann ist Kundler immer wieder für sich da. Aber auch in Finanzierungsfragen, auch ganz wichtig, das wissen viele nicht. Das ist die Generalagentur David Patrick Kundler hier in Berlin, die Vertretung der Allianz. 60 Yards, 54 Meter auf das gedeckte Tor. Und das ist Lucas Labat, der anreiten wird. Die Hupe von dem Mini funktioniert. Caroline Stelter sucht ihre Eltern, steht hier unten bei uns am Tower und sucht ihre Eltern. Blonde Haare, rotes Kleidchen. Wo ist sie denn? Ach, da. Aber ist ganz gut drauf, glaube ich, noch. Also wenn, da ist sie schon. Nee, da ist sie nicht. Huhu, eine andere charmante Dame. Und Lucas Labat ist auch hier und der hämmert den Ball hoch weit in den Himmel hier. Vom Maifeld, aber ebenso links am Tor, knapp vorbei. Noch nicht zählbares, 0:0. Und somit kann es weitergehen mit dem Abschlag. Das ist der Mann, auf den Sie achten sollen. Das ist Gaston Maikes. Gaston, französische Vorfahren, durfte trotzdem nicht in der Europameisterschaft mitspielen. Aber mit Einzelhandicap 7 zählt er zu den Top 30, 35 Spielern in der Welt. Schauen Sie sich an, warum. Was für ein Schlag in Richtung Mitte. Da kommt Daniel Krasemann, verfolgt von Tete Storni. Tete kann den Ball kontrollieren. Unglaubliche Ballführung, Tete Storni. Viel Kraft natürlich auch dabei, aber viel Technik. Auch sein Wegerecht, ja, hat ganz locker, blieb auch ruhig, als ein Spieler von Tom Taylor ihm begegnet hatte. Und dann startet er, hat schnelle Pferde, nimmt den Ball in der Luft mit. Doriot mit dem Rückhandschlag an allen vorbei, gut getimt. Jetzt startet Gaston Maikes. Er hat schnelle Pferde, Lucas Labat muss sich beeilen und macht den Rückhandschlag auf Storni. Der wird allerdings in Manndeckung genommen von Doriot. Tete Storni. Ja, beschwert sich, aber Schiedsrichter steht direkt daneben, hat nichts gesehen. Gaston Maikes. Maikes dreht den Ball herum, geht in den freien Raum. Gaston Maikes, der Weltklasse-Spieler, zählt zu den Top 30 Spielern dieser Welt. Gaston Maikes auf und davon. Und dann nimmt er den Ball ganz locker mit ins Tor. Unglaublich hier, Gaston Maikes. Sieht so einfach aus. Probieren Sie es mal, wenn Sie nach Hause kommen. Stellen Sie sich mal auf den Sessel, nehmen Besen, legen eine Orange auf die Erde und Mutti rüttelt ein bisschen am Sessel. Eins kann ich Ihnen garantieren, das gibt bestimmt Krach oder der Fernseher ist Schrott. Ist nicht so einfach, Polo, und dann noch vom galoppierenden Pferd. Polo, eine Faszination für sich. Die Hupe beim Mini funktioniert immer noch. Die Pferde werden aber gewechselt, ist nicht ganz so schlimm. Probieren Sie ruhig Ihren Mini aus, die Faszination Mini hier auch zu testen. Aber die Hupe funktioniert. So, die Teams können kurz ihre Pferde wechseln. Schauen Sie mal, Gaston Maikes macht einige Trainingsübungen für sein Pferd, wie das Pferd auf der Hinterhand stoppt auf der Fläche eines Bierdeckels, dann die Runden dreht. Das ist natürlich auch ein extrem guter Reiter, aber die Pferde sind top trainiert und er muss gar nicht so viel an den Zügeln ziehen, macht viel mit Balance. Gaston Maikes,
unglaublicher Spieler mit Handicap plus 7. Auf der anderen Seite Lukas Labat mit plus 6, nicht viel schlechter. Wobei man da nicht von schlecht reden kann, die sind einfach Weltklasse, diese Jungs. So, und jetzt kommt Storny in die Aktion für Allianz Kundler. Und da steht jemand im Blau ein bisschen im Weg, der konnte aber gar nicht so schnell weg. Die Spieler sind so schnell da, so behende, so extrem gute Reiter. Wenn man da nicht schnell genug wegkommt, dann pfeift der Schiedsrichter. Dann gibt es Freischläge hier für Lukas Labat und die Vertretung von Allianz Kundler. Direkt im Anschluss an diese Partie auch die Siegerehrung der Highgold-Teams hier im Engel und Völkers Berlin-Maifeld Polo Cup 2016. Sind vier Teams, die teilgenommen haben. Ganz großer Sport im Rahmen dieser Polo-Europameisterschaft. Und somit auch mit dieser Runde hatten wir weit über 350 Pferde im Einsatz. Lukas Labat, schauen Sie sich das mal an. Unvorstellbar. Gut, dass wir hier keine Niedrigflugzone eingerichtet haben. Das könnte gefährlich werden. Den Ball über fast den halben Platz geschlagen, weit hoch in der Luft. Und diese Spieler sind unglaublich. Abschlag. Gaston Maikes jetzt wieder. Jetzt der andere Topspieler. Gaston Maikes wird sich den Ball vorlegen. Und jetzt kommt er. Der variiert immer sein Tempo. Sieht immer so harmlos aus. Geht in den freien Raum. Und beschleunigt jetzt. Mit dem Schläger in der Luft. Mit dem Ball in der Luft, wollte ich sagen. Das Pferd springt. Der Ball bleibt jetzt liegen. Das passiert demselben. Storny kann den Ball drehen gegen Cristobal José Doyeux. Tete Storny. Jetzt startet Lukas Labat. Tete Storny macht den Pass nach vorne auf Lukas Labat. Lukas Labat nimmt den Ball mit. Nochmal. Ball bleibt liegen. Doyeux dahinter und gibt den Pass für Gaston Maikes. Schauen Sie sich das an. Weltklasse Polo. Jetzt kommen Sie auf Sie zu. Das ist Doyeux. Doyeux. Doyeux schneidet den Ball an unter dem Pferdehals. Gaston Maikes nochmal. Kein Kontakt. Doyeux. Der Ball bleibt liegen für Lukas Labat. Jetzt startet er. Kein Kontakt. Das macht nichts. Doppelabsicherung. So wie das auch, wie gesagt, bei der Versicherung der Ball ist. Sie nehmen den in der Luft mit. Zweimal, dreimal. Schauen Sie sich das an. Unglaublich hier. Zirkus Polo on Tour. Lukas Labat. Lukas hebt den Schläger. Alle müssen zur Seite gehen. Wegerecht für Lukas Labat. Und er schießt das Tor. Fantastisch gemacht. Ausgleich. Bang, bada, bum. 1:1 gegen Tom Taylor. Lukas Labat, der Torschütze, gespielt etwas über 5 Minuten. It's not over, Rock. It's not over. Nice try, but it's not over. The Chucker. DJ Eric wollte schon wieder Musik machen, dass die letzte Wolke hier auch verschwindet und wieder die Sonne kommt. Macht er gleich, ganz bestimmt. Excuse me, we got only 1:20 to go and then your wonderful music, Rock. Sorry. Das ist Lukas Labat mit dem Rückhandschlag und jetzt kommt Andy Bierer, der Schweizer. Wer hat es erfunden? Der Argentinier ist am Ball. Das ist Tete Storny und Lukas Labat. Die verstehen sich gut. Einer übergibt den Ball extra an den Nächsten. Jetzt lässt er wieder liegen. Er wartet dann den Pass wieder. Und der kommt auf den Millimeter geschneidert, auf den Schläger von Lukas Labat. Der dribbelt den Ball einmal nach vorne und schlägt rechts nach außen. Nochmal Lukas Labat unter dem Pferdehals. Und einen Hauch nur um den rechten Pfosten herum ins Aus. Lukas Labat geht zurück, weil er sieht gleich, dass Maikes mit dem Ball in Richtung gegnerisches Tor kommt. 280 Meter die Distanz. Gaston Maikes. Gaston spielt den Ball einmal herum. Ja, lockt den Gegner. Und Tete Storny kommt gar nicht hin, weil er von Doyeux in Manndeckung genommen wird. Und jetzt kommt der Ball durch Allen durch. Was für eine Vorlage, was für ein Pass. Daniel Krasemann, Paul Netsch nimmt sich zurück, weil das Pärchen, zwei haben immer Vorrang beim Polo. Deswegen ging Paul Netsch zurück, macht jetzt aber sauber den Rückhandschlag für Lukas Labat. Der dreht als erster. Aufgenommen von Gaston Maikes. Konnte er machen, so zumindest die Meinung der Schiedsrichter. Gut gemacht von Gaston hier. Dribbelt den Ball, ganz enge Ballführung. Schauen Sie sich das mal an, der Ball klebt förmlich am Schläger, wie mit Patex. Und jetzt kommt Doyeux, der verlängert hier nochmal auf Krasemann. Daniel Krasemann macht das genauso gut wie seine Söhne bei der deutschen Polo-Nationalmannschaft. Daniel Krasemann, Ball bleibt dort liegen, harter Kontakt. 2 gegen 1, das war ein Sandwich, aber der Ball ist im Tor. Das zählt aber nicht. Die Schiedsrichter haben vorher gepfiffen. Kein Tor, no goal. Die Glocke haben wir bisher, also vorher gehört, deswegen werden wir auch die Pferde jetzt wechseln. Schiedsrichter klären nur noch mal die Situation. Pferde können gewechselt werden. We heard already the first bell, ladies and gentlemen. We had the first chucker ended and maybe one round of applause. Ein Applaus bitte für beide Teams. Das ist Weltklasse-Polo, das Sie hier sehen zwischen Allianz Kundler und Tom Taylor. Wir sind gleich zurück. Now, Eric, it's your turn.
Die irischen Pferde fahren nach Hause. Schauen Sie mal, die winken aus dem LKW heraus. Der Europameister fährt nach Hause. So, aber die Pferde, keine Sorge, fahren jetzt nicht nach Irland in einem durch, sondern die übernachten hier in Föben, gute halbe Stunde von hier und übernachten natürlich im Stall nach so einer tollen Leistung. Alle Pferde bleiben jetzt erstmal hier, kein Pferd fährt jetzt über Nacht irgendwo hin und durch die Nacht, sondern die kommen jetzt alle in den Stall, werden dort nochmal versorgt, gefüttert, getränkt und allen Pferden geht es gut. Das ist auf jeden Fall die Information. Zurück zu diesem Finale hier im Engel und Völkers Berlin Maifeld Cup. Und das ist die Möglichkeit für Tom Taylor. Kurz vor dem Tor verwandelt hier, meine Damen und Herren. Die Führung wieder zurückgeholt. 2:1 in diesem Finale im Engel und Völkers Berlin Maifeld Polo Cup. Die Führung für Tom Taylor Polo Team, dem bestgekleidetsten Team in diesem Turnier. Die kommen schnell zur Mitte. Die Uhr läuft natürlich weiter. Das wissen Sie mittlerweile. Ich nehme an, dass Sie alles Polo-Experten sind, die Regeln heute Morgen gelesen haben und genau Bescheid wissen, warum und wieso die Seiten gewechselt werden. Teams sind zurück. Micky Kolper, der Top-Schiedsrichter auf Kontinentaleuropa. Er ist Deutscher, hat ehemals selber ein Handicap von +5 gehabt. Unglaublich erfahren, ein Wahnsinnsspieler gewesen. Ich habe die Ehre gehabt, auch mit ihm spielen zu dürfen, auch bei Polo-Weltmeisterschaften. Einziger Unterschied, er war immer besser als ich, aber das ist ein persönliches Schicksal wieder. Aber das ist hier die Möglichkeit für Kundler, Allianz Kundler, Polo-Team und das ist die Möglichkeit für Tete Storni. Tete Storni, schauen Sie sich das an, unter Bedrängnis, knapp vorbei. Unter Bedrängnis hat er den Ball knapp verzogen, aber in diesem Tempo, Wahnsinn hier, diese Spieler, was sie hier aufführen. Tete Storni, argentinischer Pro. Handicap +5, ebenso ein Weltklasse-Spieler wie Lucas Labat oder wie dieser Mann, der jetzt am Ball ist. Das ist Gaston Maikes. Gaston, Handicap +7. Der kontrolliert den Ball. Unglaublich enge Ball. Haben Sie gesehen, der dreht den Ball in der Luft in die andere Richtung. Jetzt wieder nach rechts. Und jetzt kommt er doch wieder in die Mitte auf uns zu. Versucht natürlich, die Gegenspieler abzuschütteln. Tete Storni. Oh, den hätte es fast geschmissen bei diesem, bei dieser Karussellfahrt, aber Tete Storni hat ja die Steigbügel, wieder ist wieder zurück. Gehen wir nach vorne zum Spiel, gut mitgenommen, toll mitgenommen. Das ist Krasemann und Uwe Schröder und das ist die Möglichkeit hier, das ist für Tom Taylor, gerade eben so nochmal verteidigt von Paul Netsch, Rückhandschlag. Tete Storni steht Gold richtig, kann den Ball abfangen und da ist Gaston Maikes wieder, macht keinen Rückhandschlag, will wie ein Kreisläufer beim Handball um alle herumlaufen. Geht erstmal in Richtung Bande, aber das ist eine Finte. Er sichert den Ball erstmal. Schaut jetzt in Richtung Tor. Wenn da keine Lücke ist, geht er wieder in der anderen Richtung. Unglaublich hier, der Weltklasse-Mann Gaston Maikes. Nochmal, einmal, zweimal, ganz enge Ballführung hier. Geht Gassi wie mit einem kleinen Hündchen an der Leine. Das ist unglaublich, was er aufführt und macht einen Rückhandschlag in der Luft. Gestoppt, den Ball in der Luft und nach vorne gelegt von Lucas Labat. Er sagt, der Ball war nicht im Tor. Er sagt, der Ball war nicht im Tor. Und jetzt der arme Torrichter. War der Ball mit vollem Umfang im Tor? War er nicht im Tor? Die beiden Schiedsrichter fragen den Torrichter, die beiden Schiedsrichter fragen sich. Eieiei. Wer soll das entscheiden? Wahnsinnsaktionen hier. Weltklasse-Polo. Haben Sie es gesehen, wie Gaston Maikes einfach den Ball dann zurückgelegt hat, in der Luft in die linke Torecke schießen wollte und dann wurde der Ball aufgehalten von der Verteidigung von Tete Storni. Der Ball war nicht im Tor. Die Entscheidung war, das war nicht klar und wenn es
ein Zweifel ist, nach der Regel ist es kein Tor, it's a doubt, it's no goal. Aber da der verteidigende Spieler den Ball über die eigene Grundlinie befördert hatte, gibt es in anderen Sportarten einen Eckball. Beim Polo macht das keinen Sinn. Da gibt man einen Safety 60, 60 Yards, 54 Meter in der Höhe, wo der Ball ins Ausgegangen ist, auf das gedeckte Tor. Jetzt bin ich gespannt auf Gaston Mikes, auf den diese Klasse an der Top 30 Spieler auf diesem Planeten, wie er diesen Freischlag ausführen wird. Gaston Mikes reitet an. Hat eigene gezogene Pferde aus Argentinien mitgebracht. Gaston Mike ist unglaublich, dieser Spieler. Nimmt einen lockeren Anlauf. Der Ball liegt nicht richtig, sagt sein Mitspieler. Dem ist das völlig egal. Nee, sagt, okay, dann drehe ich die Runde, wenn du mir im Weg stehst. Unglaublich cool, Gaston Mike ist. Und kommt jetzt gerade zum Ball. 54 Meter die Entfernung. Achtung, fliegende Bälle beim Polo. Gaston. Haben Sie das gesehen? Hoch, weit, satt und der Ball geht jetzt runter. Wiederum aufgehalten, kurz vor dem Tor. Das war Lukas Labat jetzt und der hat sich die Balllinie in der Luft gebaut, das Wegerecht. Konnte nicht starten. Und somit gibt es einen Freischlag für Lukas Labat, für das Team hier von Allianz Kundler, Polo-Team. Kurz vor dem eigenen Tor. Aber die kommen zur Mitte. Gibt es einen Freischlag von der Mitte oder wird Tor gegeben? Wir warten das Ganze mal ab. Freischlag von der Mitte, Ball war nicht im Tor, natürlich nicht, aber Freischlag von der Mitte. Und es ist knapp, 2-1, das ist im Polo gar nichts, Tom Taylor führt zwar, aber die Kombination von David Patrick Kundler, Allianz Generalagentur, Polo Team, so der ganze Name, mit Ballbesitz in der Mitte. Lukas Labat dribbelt den Ball mal locker nach vorne. Etwa in der Hälfte vom zweiten Chakra. Und jetzt variiert er das Tempo. Das heißt, er wird schneller mit dem Ball am Schläger. Geht jetzt in die andere Richtung. Er wollte unter dem Pferd durchspielen. Jetzt nochmal Lukas Labat. Und er kam nicht zum Schlag. Da redet jemand, auch wenn es nur ein Hauch war, über den Ball. Und kreuzte dabei das Wegerecht. Das bedeutet Freischlag von der Stelle, kurz vor dem Tor. Und das ist die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Aber die Möglichkeit des Wechselns wird erstmal genutzt. Die Pferde gehen keinen ganzen Spielabschnitt durch. Die reine Arbeitszeit eines Polopferdes pro Tag, 7,5 Minuten, also eigentlich ganz genau meine Arbeitszeit, aber Spaß beiseite. Die Gewerkschaft der Polopferde, beziehungsweise die Regeln, haben das so vorgesehen, dass bevor ein Pferd, bevor es anschwitzt oder gar ermüdet, dementsprechend gewechselt wird. Ja, liebe Reiter, die Pferde werden zweimal am Tag auf Kondition trainiert, in der Morgenarbeit, dann sitzt dann ein Reiter auf einem Pferd und hat dann drei Pferde auf der linken Seite, drei Pferde auf der rechten Seite. Und geht mit Handpferden, bewegt ein Bereiter, 7 Pferde um die Bahn und tankt richtig Kondition. Und das zweimal am Tag. Die Pferde haben sehr viel Ausgleich, also das heißt viel Weidegänge für die Psyche natürlich. Die Pferde kommen absolut zur Ruhe. Wir haben selten Verletzungen im Polo, nehmen Sie mich beim Wort. Wenn Verletzungen sind, es irgendwelche komischen Sachen, Transporte oder irgendwas auf der Weide oder sonst was, man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn der Trainingszustand stimmt und die Auslese der Polopferde von 1000 Pferden in Argentinien zum Beispiel, kommen überhaupt nur 5 bis 10 Pferde in Frage für Polo und die dann absolut so top sind wie für Weltklasse-Spieler wie Lukas Labat, Tete Storni oder auch gerade Gaston Mikes, die liegen im absoluten Mühbereich. 0, irgendwas Prozent Bereich, die Top-Pferde. So, Lukas Labat auf der linken Seite, wenn Sie mal schauen möchten, sagte der nette Moderator, da ist die Möglichkeit zum Ausgleich da für Lukas Labat. Der nimmt einen großen Anlauf, obwohl er knapp nur noch 7 Meter irgendwie zu überwinden hat. Der Gegner muss weit entfernt stehen, nämlich 30 Yards. Und das macht Lukas Labat ganz locker, dribbelt den Ball zum Ausgleich ins Tor. Sie dürfen einmal applaudieren. Das ist Spannung pur jetzt mit 2-2 im zweiten von 4 Spielabschnitten. Teams kommen locker zur Mitte. Und was für eine Kulisse hier, wenn wir uns rumdrehen. 360 Grad, gut gelaunte Menschen, gut gegessen, gut getrunken, mit viel Spaß heute an diesem Nachmittag. Die Finalspiele der Europameisterschaft und Poloherz, was möchtest du mehr? In der höchsten Spielklasse, die es überhaupt gibt im Highgol, noch dieses Finale, unglaublich. Aufgenommen von Tete Storni, kein Kontakt. Und da ist er wieder, Gaston Mike, ist unglaublich gefährlich. Jetzt startet Cristobal José Dorieu, der will den Pass haben. Bekommt er auch, der Ball aber mehr in der Luft. Jetzt müssen alle aufnehmen, Dorieu versucht den Ball aufzunehmen. Macht er auch, nochmal, mitverfolgt von Storni. Nochmal Dorieu, der Ball bleibt liegen für Uwe Schröder. Aufgenommen von Paul Netsch, erstmal zur Seite, erstmal den Ball vor der eigenen Toröffnung weg. Gut gemacht von dem Schweizer, von dem Deutsch-Schweizer von Paul Netsch.
Und Gaston Maikes ist zu bunt, der nimmt den Ball über die Bande. Und so müssen die Schiedsrichter wiederkommen und den Ball dort einwerfen zwischen den beiden Teams auf der gegenüberliegenden Seite. Micky Kuiper wird das machen, der deutsche Top-Schiedsrichter. Prädestiniert für diese Spielklasse. Der beste Schiedsrichter in Deutschland, unbestritten. Und er wird den Ball gleich wieder einwerfen. So, kleine Verzögerung. Ich hoffe, ist Ihnen auch ganz recht, einmal durchzuschnaufen. Das war ja wirklich Action pur hier, die Sie am heutigen Nachmittag gesehen haben. Fantastische Spiele, ganz großer Sport. Insgesamt mit der Highgold-Spielklasse 350, 360 Pferde, 360 Vollblüter hier vor Ort. Gibt es auch nicht überall. So, und weiter geht's beim 2:2-Spielstand im zweiten Chaka. 2-2-2, I love you. Tetis Tony mit der Möglichkeit jetzt, sichert den Ball. Lukas Labat reiht sich dahinter ein, das ist die Doppelsicherung. Und da kommt der Pass von Lukas Labat auf Storny wieder. Der geht immer in den freien Raum, er wartet den Pass, nimmt dann wieder das Tempo raus. Dann schaut Lukas Labat, was Storny macht. Der überlässt jetzt wieder Lukas Labat den Ball. So gewinnen sie Meter um Meter und haben ja auch nicht irgendjemand gegen sich, sondern in der Mitte, das ist Maikes. Und der lauert nur auf seine Chance. Das ist Storny, der bekommt jetzt den Pass und beschleunigt jetzt. Nochmal in der Luft, haben Sie das gesehen? Hier, Circus Polo on Tour, Storny. Der argentinische Pro nochmal, jetzt kommt Maikes, der wollte ihm den Ball wegfischen, aber Storny hat das gesehen, hat Augen überall, glaube ich, und jetzt kommt nicht der weite Pass, da war kein klarer Zugang. Storny gewinnt erstmal Meter um Meter und lässt sich auf den Zweikampf ein mit dem Weltklassemann gegen Maikes. Der versucht den Rückanschlag, kein Kontakt, dafür kommt aber Labat, Lukas, wo der Ball ist unterm Pferd. Jetzt kommt der Nearside entgegen auf der linken Seite und das ist nicht zulässig. Das Wegerecht ist auf der rechten Seite ausgelegt. Wenn Sie Linkshänder sind, müssten Sie umlernen, warum. Wenn der Ball in der Mitte sich befindet und zwei Spieler sich aus gegenseitigen Richtungen begegnen, dann ist es möglich, wenn der Ball in der Mitte liegt. Und dann kann man das machen, wenn sich ein Spieler den Schläger in der linken Hand hält und die würden sich begegnen, nicht auszudenken, dann würden sich die Pferde frontal treffen. Deswegen ist das Wegerecht immer auf die rechte Hand ausgelegt. Das bedeutet, wenn Sie Linkshänder sind, dann müssten sie umlernen. Wir haben viele Polospieler, die von links auf rechts umlernen müssen und das ist eben so. Deswegen ist es auch nicht ganz richtig, wenn man sagt, in England oder in Japan fahren auf der falschen Seite. Es ist tatsächlich nach der Tradition so, wenn sich zwei im Wald begegnet sind, haben sie sich beide auf der rechten mit der rechten Hand begrüßt oder irgendwie, wenn sie sich nicht mochten, auch vielleicht direkt erstochen oder erschossen. Deswegen begegnet man sich dann auf der linken Seite und genauso ist das Wegerecht auch beim Polo ausgelegt. Also eigentlich fahren wir unhöflich auf der falschen Seite. Aber egal, das ist nur ein kleiner Exkurs. Zurück zum Polo. Gaston Maikes mit seiner ganz engen, bekannten, berühmt-berüchtigten Ballführung dahinter. Das ist Dorieux. Dorieux, einer der elegantesten, besten Reiter, die ich überhaupt kenne, setzt sich durch, arbeitet sich durch für Tom Taylor, meine Damen und Herren. Cristobal José Dorieux. Ebenso französische Vorfahren, dürfte trotzdem nicht in der Europameisterschaft spielen, der Argentinier. Aber bringt sein Team hier in Führung, Tom Taylor Polo Team, 3:2. Es geht hin und her, ganz großer Sport, das auf jeden Fall. Das schnellste Mannschaftsspiel der Welt, auch urkundlich belegt, vor über 2500 Jahren gespielt, auf den Dächern der Welt in Ladakh, dann über Asien, Indien, die englischen Kolonialoffiziere haben den Sport kennen und lieben gelernt, dann nach Europa gebracht. Der älteste Polo-Club, der Hamburger Polo-Club 1898, letztmalig olympisch, exakt vor 80 Jahren hier auf dem Berliner Maifeld. So ein bisschen die Historie. Lukas Labat jetzt. Pferd springt, Ball springt und dann auch noch der Gegner auf der anderen Seite, aber Storny. Dann mit der Möglichkeit, Lukas Labat startet und Storny wird alles daran setzen, den Ball zu schlagen, aber da kommt, das war klasse gemacht von Krasemann, Rückanschlag von Labat, der schnell in die Verteidigung kommt. Dorieux jetzt dreht sich um. Dreht mit dem Ball. Alles in Ordnung, sagen die Schiedsrichter. Er hat zuerst den Ball gespielt und dann das Pferd über den Ball gesetzt. Und Dorieux jetzt mit der Vorlage für Gaston Maikes. Schauen Sie sich das an. Gaston wie ein Messer durch warme Butter. Gaston Maikes. Was wollen Sie mehr? Unglaublich hier. Weltklasse Polo at its best. Gaston Maikes hier. Ein Wahnsinn-Speed. 4:2. Tom Taylor Polo Team.
mit der Chaka-Glocke, mit dem zweiten Chaka. Wir wechseln schnell die Pferde. Bitte nicht auf den Platz gehen. Vielleicht nach diesem Spiel nochmal, dass sie noch einmal die Grasnarbe eintreten. Aber wir machen schnell weiter, wechseln die Pferde und DJ Arrok in the tent, in the house. Das ist your term now. Also ein bisschen Musik und dann kann es gleich weitergehen. Das nächste Tor, da ist man einmal für kleine Moderatoren und schon das nächste Tor hier im Highgoal im Finale. Engel und Völkers Berlin Maifeld Cup, 5:2. Tom Taylor legt mächtig los hier. Wir sind zu Beginn des dritten Spielabschnitts und dann klingelt schon wieder. Seitenwechsel, Tom Taylor jetzt von links nach rechts, nach jedem Tor werden die Seiten gewechselt und das ist Tete Storni. Der nimmt den Ball mit. Schauen Sie sich das an in der Luft unter Bedrängnis in dieser Geschwindigkeit. Gaston Maikes. Erstmal in der eigenen Richtung. Lukas Labat dahinter. Und schauen Sie mal, jetzt gehen alle aus dem Weg, weil Gaston Maikes kommt mit dem Ball am Schläger und hoch und weit und satt. Und der Ball fliegt. Unglaublich. Das ist Uwe Schröder. Der reiht sich an. Der Teamcaptain von Tom Taylor und Paul Netsch. Erstmal verteidigt. Starke Aktion hier auch von Uwe Schröder, der nachsetzte, und Tete Storni überlässt hier Lukas Labat. Lukas für Allianz Kundler dreht. Haben Sie gesehen, wie er sein Pferd dreht? Wie auf einem Bierdeckel um alle herum. Und jetzt kommt der Pass weit nach vorne. Wo kommst du denn her? Schön unter dem Pferdehals mitgenommen. Und jetzt kommt er wieder, der Express aus Buenos Aires. Das ist hier Gaston Maikes, abgeritten. Haben Sie gesehen, den Bump, und trotzdem, der ist nicht vom Ball zu trennen. Gaston, jetzt schickt er den Ball weit nach vorne. Dort ist Krasemann. Daniel Krasemann, nochmal mit der Möglichkeit. Daniel Krasemann. Krasemann mit der Möglichkeit. Tete Storni mit dem Rückanschlag.
Es donnert, das Gewitter ist noch weg, aber wie gesagt, es donnert bei uns hinten im Rücken. Und weiter geht's. Leider auf der gegenüberliegenden Seite. Gaston Maikes, und es wurde gepfiffen, die Uhr ist angehalten. Gehst du mit der Kamera auch runter, vielleicht? Oh oh, jetzt kommt noch ein bisschen Flüssiges von oben. Das hat's nicht gebraucht. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Die Spieler wechseln die Pferde. Schiedsrichter entscheiden nach der Sicherheit, ob es gleich weitergeht oder nicht. Warten wir das Ganze kurz ab. Ja, wir sind mitten im Spiel. Ganz schnell, bitte. Schnell. Ich möchte gerne, dass Sie unseren La Cornue-Herd für 35.000 erwähnen, der hinten in der optimalen Küche steht. Ein Herd? Ja, wir haben einen super Luxusherd dahingestellt und der kommt halt richtig zur Geltung. Also, auch eine Information, bei Optimal gibt es einen super fantastischen Herd, da schmeckt es dreimal so gut. Der ist auch ganz kostspielig, aber Optimal, wie gesagt, nur mit den besten Preziosen, kostet sage und schreibe, darf ich gar nicht sagen, 35.000 Euro. Und schauen Sie auch mal in der Ausstellung vorbei bei Optimal und genießen Sie die Speisen und dieser Herd in der Ausstellung, ein besonderer Preziose, etwas ganz Besonderes, gibt es sonst nicht überall bei Optimal. So, zurück zum Spiel jetzt. Es wird weitergespielt, das Gewitter ist weit weg, es kommt jetzt auch nicht viel runter, die Wolke geht zur Seite und jetzt kann Gaston Maikes diesen Freischlag ausführen. 60 Yards, 54 Meter, Gaston Maikes. Wow, ein Riesenschlag, wiederum und weit und hoch, für niemand auf diesem Planeten zu stoppen. Gaston Maikes, Weltklasse. Der nächste erhöht hier für Tom Taylor, Polo-Team, auf 6:2. Teams kommen zur Mitte, wechseln die Seiten, spielen weiter. Regen gibt es auch in England oder in Deutschland, dann geht es eben erstmal weiter. Die Schiedsrichter sind für die Sicherheit zuständig, wenn sie sagen, es geht weiter, dann ist das in Ordnung. Das ist Tete Storni, Tete. Alles gut. Tete Storni mit der Vorlage auf Lukas Labat. Das ist Abreiten, der kurze Kontakt von Dorieux und dann kommt Tete Storni, aber verpasst diesen Ball nochmal. Da kommt er, hat den Ball auch mitgenommen in der Luft tatsächlich und retourniert hier von Tom Taylor. Lukas Labat, erneuter Angriffsaufbau, dreht den Ball einmal kurz herum, schaut nach vorne, dribbelt, kein klarer Zugang zum Tor, da stehen viele von Tom Taylor davor und zieht jetzt ab. Und der Ball abgefälscht, immer noch die Möglichkeit für Labat. Lukas Labat mit dem Rückhandschlag, angeschnittener Ball aufgenommen von Storni in diesem Finale. Wir spielen hier weiter, Tete Storni, nochmal, beugt sich ganz weit rüber, der Ball kurz vor dem Tor und rechts vorbei. Oh, ist das schade, jetzt mit dem Wetter auch. Das jetzt nicht gebraucht, aber es geht weiter. Das ist Gaston Maikes. Gaston mit dem Abschlag. Und er variiert, geht von links nach rechts. Und Dorieux hinterher. Ja, Gewitter ist noch viele Kilometer weg, kein Problem. Bisschen was Frisches von oben eben. Also heute wird alles an Action geboten, von vorne bis hinten. Okay, Interruption, wir unterbrechen bei der nächsten Gelegenheit. Umpires, por favor. Damos una interrupción. Paramos for security reason. We stop this match now because we are waiting because it's not possible to play in this thunderstorm now. Maybe. So, alle komplett, meine Damen und Herren. Weltklasse Polo geht jetzt weiter mit dem Einwurf auf der linken Seite, Ball ist eingeworfen und das ist Paul Netsch, der sofort das Spiel aufbauen kann, übergibt hier an Lukas Labat. Lukas legt sich den Ball einmal vor, überlässt jetzt hier Storni, das ist der übliche Spielzug, weil nämlich Gaston Maikes dort in der Mitte gewartet hätte und Tete Storni jetzt mit der Möglichkeit in der Mitte, es kommen wieder ein paar Tropfen von oben, irgendeiner hat hier nicht aufgegessen, wenn ich den finde.
Naja, es geht weiter hier. Tetis Dorn, die ganz enge Ballführung immer noch und überlässt jetzt wiederum auch Lukas Labat. Der schlägt den Ball ganz weit nach vorne in Richtung Tor, aber aufgehalten. Nochmal aufgenommen von Andy Bira, dem Schweizer, und retourniert. Wunderbar. Und jetzt kann Dorieux starten. Cristobal José Dorieux, sauber mitgenommen. Ball wird langsam natürlich bei dem nassen Gras und Lukas Labat. Das war Uwe Schröder auf der linken Seite und Daniel Krasemann, aber Lukas Labat bleibt am Ball und übergibt hier auf Paul Netsch und der startet, aber Gaston Maikes hatte schon gedreht, das Wegerecht aufgenommen und deswegen die Unterbrechung. So, weiter geht's hier. Es gibt einen Freischlag von der Stelle bereits ausgeführt von Gaston Maik. Ist ganz enge Ballführung hier, wie man das gewohnt ist von diesem Weltklasse-Mann. Und er dribbelt den Ball kurz nach vorne. Und jetzt kommt der lange Schlag. Flach, deswegen gut aufzunehmen für sein Team. Aber da ist nur Lukas Labat für Allianz Kundler Polo Team. Und er kann den Ball herumdrehen. Einmal herum sieht jetzt, dass Dorieux hinten ist. Deswegen macht er ein bisschen halb langsam, weil Dorieux hinten ist. Jetzt startet wieder Lukas Labat, Ball übergeben an Storny. Der verlängert hier nochmal, hoch und weit. Das ist immer noch klasse Polo, das Sie hier sehen. Lukas Labat mit dem Ball am Schläger. Und jetzt startet Tete Storny wieder. Der bekommt jetzt gleich den Pass wieder zurück in Richtung Tor. Jetzt kommt der Ball. Nicht ganz so lange, wie er es gerne hätte. Und deswegen kann jetzt erstmal Gaston Maikes wiederum aufnehmen. Dreht den Ball durch die Mitte herum. Startet jetzt. Das ist Gaston Maikes. High-Speed-Polo immer noch. Immer noch den Ball flach mitgenommen. Starke Aktion hier von Maikes. Das ist Lukas Labat auf der Innenseite. Hat den kürzeren Weg. Aber das ist Gaston mit einer ganz engen Ballführung. Ganz schwierig für jeden Gegner da ranzukommen. Gaston dribbelt links, dribbelt rechts. Wartet. Muss jetzt den Schlag allerdings ausführen und macht den Ball wieder schnell. Nochmal, jetzt kommt er in Richtung Tor von Allianz Kundler und dort ist die Möglichkeit zu stören. Haben sie gemacht, retourniert, aber gepfiffen. Unglaublich hier, Gaston Maikes, seine Fertigkeit in diesem Tempo, unter diesen Bedingungen, immer noch den Ball locker zu spielen, zu kontrollieren und absolut Akzente zu setzen. Wo ist der Schirmherr des Turniers, wenn man ihn braucht? Ja, irgendwie, Andi, bist du ein besserer Doktor wie Schirmhalter. Irgendwas ist mit deinem Schirm auch hier los. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hoffe, du operierst besser, wie du mit Schirm umgehst. Freischlag von der Stelle, das ist Gaston Maikes. Gaston reitet an und verwandelt natürlich traumhaft sicher. Das ist das nächste. 7-2. Teams kommen wiederum zur Mitte und werfen einen. Schön, dass sie da sind und applaudieren. Macht ein bisschen wärmer und sind noch zu viele im Zelt. Es hat mittlerweile wirklich aufgehört. Ein bisschen feuchte Luft noch, wenn wir das so nennen dürfen. In Hamburg wäre das bestes Wetter, bestes Sommerwetter, nicht in Berlin. So, wir wechseln noch einmal. Die Pferde gehen in den letzten Spielabschnitt, in den letzten Chakra. Und dann geht es los. Ein bisschen Musik machen wir noch und dann sind wir gleich wieder zurück. Thank you. Erok.
So, ladies and gentlemen, are you there to rock the house? Wir gehen in den letzten Chakra hier. Engel und Völkers Berlin, Maifeld Polo Cup 2016, das Finale. Und wir starten hier 7:2 für Tom Taylor Polo Team. Und ganz großer Sport hier, immer noch bei diesen Bedingungen. Ideal eigentlich nicht, aber die Spieler spielen, als ob es 30 Grad und Sonne wäre. Unglaublich, diese Klasse der Spieler und der Pferde, die wir hier haben. Das ist Lukas Labatt. Der schnappt sich den Ball vom Einwurf, legt ihn kurz vor. Schaut nach vorne, da steht keiner, den er anspielen kann, wartet er. Jetzt startet Tete Storni, jetzt startet Paul Netsch, jetzt kommt der Pass auf Tete Storni. Der nimmt Volley den Ball in der Luft auf, haben Sie das gesehen? Lebt ihn auf der Near Side, auf der linken Seite nochmal rum. Und jetzt kommt, unter Bedrängnis, das ist Dorieu. Bockt sich ganz weit nach vorne, das ist Maikes dort und Lukas Labatt. Lukas schafft es irgendwie, Maikes den Ball wegzunehmen und dahinter mit Doppelsicherung immer wieder Tete Storni. Der dribbelt, schließt ab mit einem Schlag in Richtung auf den linken Pfosten. Lukas Labatt versucht zu verlängern, aber da ist schon Dorieu mit einem Open Backhand auf der linken Seite, auf der Near Side. Storni mit dem Rückhandschlag, oh, nicht getroffen, das passiert ihm selten. Und Gaston Maikes, schauen Sie sich das jetzt an, was der aufführt hier, beschleunigt hier. Labatt mit dem Rückhandschlag, war genügend Distanz da, kein Foul. Aufgenommen hier von Dorieu. Jetzt geht er in der anderen Richtung von Bande zu Bande, in Höhe der 60-Yard-Linie. Schaut nach vorne, wo sein spezieller Freund ist, das ist Gaston Maikes. Der kommt jetzt hinter Dorieu, um ihn abzusichern. Dorieu wartet, nimmt den Ball erstmal selber mit, geht mit seinem eigenen Spielzug voran und das ist Cristobal José Dorieu, wird jetzt ganz schnell auf der gegenüberliegenden Seite. Tolle Bilder, was für Farben immer noch hier, unglaublich. Ein bisschen dunkel ist es, aber wir haben hier 3D und das live und das ohne Fernsehen, das ist Action pur und das ist Dorieu, der schließt ab auf der rechten Seite, aber links am Tor vorbei. Abschlag nochmal hier für die Kombination Allianz Kundler. Das ist Lukas Labatt, der lässt sich nicht lange bitten, steht 7:2, 2:7 gegen ihn und der geht in den freien Raum hier. Jetzt geht Schiedsrichter Martin Aguirre zur Seite, das ist Tete Storni direkt hier vor ihn, Weltklasse Polo nochmal, Tete Storni verlängert nochmal, startet hier. Lukas Labatt, schauen Sie in der Mitte, möchte den Pass haben, da kommt der Pass genau, zentriert, aber dazwischen, das war Gaston Maikes, er hat diesen Pass gerochen und Paul Netsch, oh, zu genau und sein Mitspieler angespielt und das ist der Schweizer Andy Bierer, der den Ball mitnehmen kann auf der Nearside. Nur kurz, Ball bleibt liegen. Wer ist zuerst da? Tete Storni dreht, Maikes. Aber Storni kann den Ball kontrollieren. Auch er ganz enge Ballführung, auch er ein Weltklasse-Spieler. Und er kann den Ball fast mitnehmen. Der verspringt hinter seinem Pferd. Gaston Maikes in Richtung Bande. Achtung, wenn Sie dort sitzen. Da klopft es am Zaun an. Machen Sie mal auf, wer da ist. Der Poloball. Einwurf hier nochmal von Martina Gerre mit dem sommerlichen kurzen Shirt powered, die Schiedsrichter unterstützt von Üblo. Gaston Maikes dribbelt den Ball nach vorne. Schön hier. Und startet. Hat unglaublich schnelle Pferde hier. Gaston Maikes über die Mitte. Nimmt den springenden Ball nochmal mit. Schauen Sie sich das an in diesem Tempo hier. Auf der Innenseite. Das ist Lukas Labatt. Nochmal Gaston. Und er schafft es, den Ball vorzulegen über den ganzen Platz mit einem Home Run. Und das ist Gaston. Rückhandschlag von Lukas Labatt. Gerade eben so ausgeführt und wieder retourniert und auf Tete Storni. Unglaubliches Polo. Was für ein Tempo. Und fantastisch hier. Tete Storni nochmal. Jetzt geht er auf der anderen Seite an allen vorbei. Rückhandschlag von Dorieu. Nur kurz, Hälfte in diesem vierten Chakra vollbracht. Wer noch wechseln möchte, kann das gleich tun, wenn wir eine Unterbrechung haben oder in einer neutralen Situation sind. Aber das ist die Möglichkeit von Lukas Labatt. Nochmal nach vorne auf Andy Bierer. Der Ball ist über die Bande und wird deswegen nicht eingeworfen, sondern die Schiedsrichter warten, bis die Spieler schnell die Pferde gewechselt haben. Das geschieht ja innerhalb einer Minute und dann geht es weiter mit der zweiten Hälfte im letzten Chakra. Zu spielen noch knapp 4 Minuten. Singing in the rain. Es geht weiter, keine Sorge, ich fange nicht an zu singen. Teams kommen schnell zurück und dann kann es weitergehen. Wir haben alles dann komplett über die Bühne gebracht. Alles heile, toi, toi, toi. Hoffentlich bleibt es auch so. Denn noch die letzten 3,5 Minuten sind zu vollbringen. Hübschen Frauen kann man vertrauen. Zeitnahme und Protokoll nicken. Damit bin ich immer mein ganzes Leben mit reingeflogen, Andi. Hübschen Frauen kann man vertrauen. Den Satz, der war schon oft teuer. Zurück zum Spiel. Fantastisch hier. Tom Taylor 7, Allianz Kundler
dann haben sie eben die beste Versicherungsvertretung der Allianz in Berlin. Das ist eben, die haben im Moment nur 2 Tore, aber in dieser Klasse, in diesem Tempo und mit unglaublich Präzision hier, das ist so schwierig, gegen Gaston Maikes anzutreten. Selbst Tete Storni, Weltklasse, und Lukas Labat, das ist ganz schwierig. Lukas Labat startet, Ball allerdings aufgehalten, und jetzt haben wir die Möglichkeit, Paul Netsch. Der treibt den Ball weiter nach vorne, Paul Netsch. Schön der Angreifer hier, und ein drittes Mal versucht irgendwie den Ball unter dem Pferdehals in Richtung Tor zu bringen von Tom Taylor, Polo-Team auf der linken Seite. Um alle herum, da kommt er wieder, Gaston Maikes hier unter Bedrängnis, und das ist Uwe Schröder. Der geht erstmal auf den Weg und der Ball in der Luft hier nochmal fast mitgenommen. Zurück geht's, das war nur ein Luftballon, alles gut. Ich dachte eine Champagnerflasche für den Moderator, aber ich träume weiter, alles klar. Das ist Dorieu. Dorieu, Achtung! Sitzt keiner mehr, da klopft es nochmal am Zaun an. Dorieu mit dem Ball ins Aus. 2.5 minutes to go. 2,5 Minuten noch. 2:30. 2:30 Falter. 2,5 Minuten zu spielen. Ball ist im Spiel. Lukas Labat. Lukas. Und fulminant hier retourniert von Dorieu. Uwe Schröder. Lukas Labat. Erstmal abreiten. Das hat er gut gemacht. Und jetzt den Rückhandschlag, genau in den Lauf von Tete Storni. Tete startet hier, kann den Ball nur kurz mitnehmen, wird sofort von Dorieu gestört. Und jetzt kommt nochmal Maikes. Maikes, schauen Sie sich das jetzt an. Jetzt in der eigenen Hälfte, Gaston Maikes macht sein Pferd schnell, verlängert hier nochmal. Uwe Schröder geht nach vorne und Gaston lässt den Ball zurück. Den hat er extra gespielt auf Dorieu. Unglaublich clever, hat sich auf den Zweikampf nicht eingelassen. Dorieu jetzt nochmal. Dorieu mit der Möglichkeit, angeschnittener Ball. Maikes kommt und übernimmt hier auf der Nearside. Gaston Maikes, Lukas Labat, Rückhandschlag. Super gemacht. Und auf Tete Storni, der dreht jetzt sofort. Jetzt geht es in der anderen Richtung weiter. Anderthalb Minuten. 1.5 minutes to go. Anderthalb Minuten noch zu spielen. Ball auf der gegenüberliegenden Seite, leider auf der gegenüberliegenden Bande. Der Ball im Seitenaus, gepfiffen oder nicht? Nein, der Ball wird wieder eingeworfen. Wir haben keinen Pfiff wahrgenommen. Jetzt ist die Uhr angehalten. Eine Minute, 1 minute to go, die letzte Minute, meine Damen und Herren. Dann bereiten wir in Windeseile die Siegerehrung vor. Die werden wir wohl in der Mitte der Zelte machen. Und dann sehen Sie auch nochmal alle Teams, hoffentlich ein bisschen trockener. Und da ist der Pass nochmal nach vorne von Paul Netsch, für Paul Netsch. Der kann starten jetzt. Schön mitgenommen von Netsch auf der Innenseite, verlängert nochmal jetzt. Das ist Storni, Tete Storni nochmal. Ball bleibt liegen. Und Dorieu. Unglaublich behendet. Christobal José Dorieu, hartes Abreiten dort, aber alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Dorieu wird gestört, ist ihm völlig egal, kann trotzdem den Ball weiterschlagen. Lukas Labat, Rückhandschlag. Schön aufgenommen, klasse gemacht hier von Krasemann. Und auf der linken Seite begegnet und links, das Zwiegerecht ist auf die rechte Hand ausgelegt. 30 Sekunden, medio minuto, half a minute to go, halbe Minute noch. Medium Minute, 30 Sekunden noch, und ein Freischlag noch für Lukas Labat für Allianz Kundler Polo Team. Etwa von der Mitte, etwas gegen den Wind, etwa 130 Meter, 135 Meter bis zum gegnerischen Tor. Lukas Labat reitet an. Fulminanter Schlag, weit. Schauen Sie sich das an. Das geht fast in einem Schlag ins Tor. Fast. Da fehlen noch 6-7 Meter. Nochmal Versuch im Spiel zu sein von Andy Bierer, dem Schweizer, dem Teamcaptain, aufgehalten. Und jetzt kommt Tete Storni, zieht ab und schießt das. Der ist noch nicht drin. Aber jetzt, Tete Storni verkürzt hier auf 3-7, meine Damen und Herren. Und ich glaube, das ist es. Das war's gleich. Die Teams kommen zur Mitte. Wird es groß im Ergebnis nichts ändern. Das war ein fulminantes Match, das Sie gesehen haben. Das war das Finale im England Völkers Berlin Polo Cup. Und das gewinnt hier Tom Taylor, meine Damen und Herren, die Champions. Vielen Dank an die Unparteiischen. Die Spieler bedanken sich auch bei Martina Gero und Micky Käuper. Sind auch ein bisschen nass geworden. Aber Gott sei Dank, alles im grünen Bereich. Und das Wichtigste ist, es geht allen Pferden gut. Allen Zuschauern, soweit ich gesehen habe, und den Pferden. Wir bereiten die Siegerehrung vor. Thank you so much. Muy bien. Felicitaciones. Todos los jugadores. Das war eine ganz große Show. Die bringen jetzt ihre Pferde zurück zur Ponyline, wo die Pferde versorgt werden. Wir bereiten die Siegerehrung vor. Die wird etwa 18.15 Uhr im Bereich des Zeltes stattfinden. Es gibt noch was zu trinken und zu essen, keine Sorge. Und dann dementsprechend werden wir auch die Veranstaltung, wie Sie es gewohnt sind, ausklingen lassen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie Polo unterstützt haben. Bleiben Sie aber noch auf jeden Fall bei der Siegerehrung. Stellen Sie in keinen Stau an. Bleiben Sie noch ein bisschen hier. Wir freuen uns auf Sie gleich unten im Bereich der Zelte. Dankeschön.